Hallo Freunde, hier ist Christian Schemmeier, Psychologe, Paartherapeut und so weiter. Mein Programm findest du auf liebische.de, falls du neu bist. Und wir haben mal wieder eine feine Reaction. Verlinke ich mal drunter. Ich glaube, das ist von Funk, das Format Die Frage. Und heißt Stay Toxic, kann sie mir das verzeihen? Wo sozusagen der Minuspol, wie ich manchmal sage, oder der... Ist ja nicht, Minuspol ist ja auch so ein etwas breiterer Begriff, der sowohl diese manipulativen Leute als auch Bindungsängste manchmal so ein bisschen umfasst. Hier haben wir definitiv eine manipulative Person, die das auch so zugibt und die interviewt wird. Das ist sehr interessant für jene, die glauben, dass das immer nur unbewusst stattfindet. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen, gell. Hat das schon mal jemand so zu dir gesagt? Taylor hat solche oder so ähnliche Sachen immer wieder zu ihrer Freundin gesagt. Das war total toxisch. Das war ein komplettes Scheißverhalten von mir. Warum hat sie die Person, die sie eigentlich liebt, manchmal so schlecht behandelt? Das hat mir ein Gefühl von Macht gegeben. Macht über eine andere Person. Es passiert nicht alle Tage, dass sich jemand vor die Kamera traut und zugibt, dass er der toxische Part in einer Beziehung war. Und deswegen ist das, was gleich kommt, ziemlich unique. Und ich bin schon ziemlich gespannt auf Taylors Sichtweise. Hast du eine Definition, die du für dich selber so gesetzt hast? Was ist denn toxisches Verhalten? Das kann ganz klein anfangen, wie zum Beispiel, dass man eine Person tagelang ignoriert, nicht sagt, was los war, aber das natürlich mit voller Absicht macht. Mhm. Das können kleine Sticheleien sein, das kann die Person mutwillig eifersüchtig machen sein. Das können große Dinge sein, wie Fremdgehen, natürlich häusliche Gewalt. Das heißt, du hattest aber auch Momente in deinem Leben, wo du von dir selber sagst, dass du toxisch warst. Absolut, das kann ich auch nicht bestreiten. Ich bin auf jeden Fall auch kein Heiliger. Ich habe auf jeden Fall auch schon Dinge gesagt, Dinge getan, die meine Partnerin verletzt haben. Ich hoffe oder ich glaube auf jeden Fall, dass das nicht extra war, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie ich eine Person, die ich eigentlich liebe, weil das ja meine Partnerin ist, so klein halte. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass die Leute draußen ein bisschen was mitnehmen können und vielleicht dieses Verhalten früh erkennen bei sich selber, damit es dann nicht passiert. Ja, also tatsächlich, ich glaube schon, dass viele von uns mehr so im Täter sind, als man sich das so zugestehen will. Für den Partner ist es natürlich so ein bisschen, das muss ich mal wieder ein bisschen größer machen hier. Für den Partner ist natürlich irgendwo auch, scheint immer so super wichtig zu sein, ob das jetzt bewusst ist oder nicht. Ich glaube, es ist für den Empfänger ist es eigentlich nicht so wichtig, aber naja. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, wie das Ganze angefangen hat? Wie hast du deine Partnerin kennengelernt? Also ich habe sie... Also im Buddhismus sagt man ja auch mal gern, Unwissenheit schützt vor Karma, nicht so ungefähr. Aber naja, gut, nur mal so am Rande. Über Twitter kennengelernt. Mhm. Wir hatten dann sehr intensiv Kontakt über ein paar Wochen. Wir haben auch sehr viel telefoniert in der Anfangszeit. Und es war bekannt, dass sie so einen Crush auf mich hat. Hattest du da auch schon einen Crush? Nein, aber ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und dann siehst du sie das allererste Mal. Wie war das so? Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, sie kennenzulernen. Mhm. Ich war nur... Am ersten Tag habe ich gemerkt, sie ist jetzt gar nicht so wie in meiner Vorstellung. Ich habe sie mir komplett anders vorgestellt, mehr extrovertiert, offener. Mhm. Ich habe sie auch sehr introvertiert, sehr zurückgenommen. Erlebt. Mhm. Genau. Wie ist dann dazu gekommen, dass ihr trotzdem zusammengekommen seid? Also ich habe mir natürlich zuerst die Frage gestellt, ob ich die Beziehung weiterführen möchte oder ob ich das beenden möchte. Ich war die ersten Tage sehr zurückgezogen und das war auch schon das Erste, da ich sie auch verletzt habe. In dem Moment natürlich sehr unbewusst. Mhm. Aber trotzdem habe ich ihr das Gefühl gegeben, sie ist vielleicht nicht richtig so, wie sie ist. Später habe ich das eher bewusst getan. Wie läuft dieses Wegstoßen ab? Also was sagst du, was tust du, damit die Person verspürt, dass du sie so ein bisschen von dir fernhältst? Also um ein Beispiel zu nennen, wir hatten im Sommer auch einen Tag am See gehabt. Also war eigentlich ein sehr schöner Tag, gab es nichts auszusetzen. Und am nächsten Tag habe ich wieder diesen Drang verspürt, dass ich mich distanzieren muss. Und dann habe ich sie einfach ein paar Tage ignoriert. Mhm. Über Text oder? Da war sie mich besuchen. Da war sie dich besuchen. Ja, da sieht man halt, gut, das ist natürlich dieses klassische, wie heißt das jetzt noch? Gucken wir gerade nicht auf den Begriff. Dieses Mauern bauen, sich nicht verfügbar machen. Und da sieht man jetzt, dass so komplexe Handlungen, wie jemanden immer auf Abstand halten, die können natürlich nicht komplett unbewusst sein. Also wer mal denkt, das ist alles so komplett so freudsch unbewusst, der schätzt jetzt, glaube ich, falsch vor. Trotzdem ist es auf so eine spirituelle Art unbewusst, glaube ich.
Weil man, glaube ich, nicht merkt, dass man vielleicht selber im Schmerzkörper ist, so, sonst wird man das, glaube ich, nicht machen. Aber so ist die Welt halt. So ist die Welt. Und du hast sie, während sie da war, ignoriert. Genau. Ich habe dann eher mit einer Freundin von mir telefoniert und habe dann so gemacht. Ja, das sind natürlich genau die Sachen, die immer in meinen Briefen stehen, die ich hier vorlese. Genau solche Sachen, ne? Ja, bewusst eifersüchtig machen, Triangulation, Dreiecke aufbauen. Ach, als wäre sie gar nicht da. Warum war das notwendig, dass du sie da so wegignorierst? Und ist natürlich klar, es braucht jemand, der es mitmacht, ne? Also normalerweise mit genügend Selbstbewusstsein sollte man sowas nicht akzeptieren. Ich wollte definitiv meine Verletzlichkeit kaschieren. Mhm. Also ich wollte nie wieder eine verletzliche Person sein. Und weil das ist. Ja, also ich finde es total mutig, dass sie sich da öffnet, hier die Person, die Frau, aber. Also was jetzt Verletzlichkeit kaschieren damit zu tun hat, dass man intentional anderen wehtut, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig für mich zu verstehen. Mhm. Wenn alles wirklich gut läuft, wenn du glücklich bist, ist das Verletzlichkeit oder was ist das? Mhm. Ja, in meinem Kopf hat dann immer so rumgesponnen, es könnte ja jetzt was Einschneidendes passieren. Mhm. Es könnte ja sein, dass sie mich vielleicht dann verletzt aus irgendeinem Grund. Ich wollte da eine Wand aufstellen. Mhm. Und das könnte auch sein. Wir kennen diese Person ja jetzt nicht, aber es könnte auch sein, dass sie so statisch und das alles einfach gut läuft. Also das könnte auch so eine extreme Form von Dramasucht sein. Also macht den Antidramakurs, Leute. Dass sie nicht aushält, dass es ruhig ist, könnte ich mir ja auch vorstellen. Das konnte ich durch Schweigen. Durch Schweigen, das konnte ich durch dumme Witze machen, das konnte ich durch provokante Dinge sagen. Mhm. Wie hat es sich denn für dich angefühlt, die Anna da so wegzuignorieren? Es klingt jetzt sehr krass, was ich sage, aber das hat mir ein Gefühl von Macht gegeben. Mhm. Macht über mich selbst, über meine eigene Gefühlswelt, als auch Macht über eine andere Person. Und das klingt jetzt auch vielleicht seltsam, wenn man das jetzt so hört, aber dieses Gefühl macht in Anführungszeichen auch süchtig. Du möchtest nicht, dass sich das Blatt wieder dreht, weil nur so konnte ich auch meine eigene Gefühlswelt komplett unterdrücken. Hast du im Moment gemerkt, dass dein Verhalten toxisch? Ja, das ist so ein bisschen mit Drama, machen auch viele so ein bisschen volatile Menschen mit Drama, alles mögliche andere im Schach halten. Ist, oder warst du so in deinem Film? Also ich habe schon zu mir selbst gesagt, du kannst dich nicht so verhalten. Das war schon da gewesen, aber das Gefühl, unverletzbar zu sein, unnahbar zu sein, das hat mich dann auch so gegriffen, dass die Sucht, ja. Ich wollte mich auch dann so verhalten. Ich finde es mega cool von Taylor, dass sie sich heute hier hingesetzt hat und mit mir spricht, als eine Person, die von sich selber sagt, sie war toxisch. Ich finde es an sich sehr, sehr wichtig, mit Leuten zu sprechen, die eine andere Sicht hatten oder sich ganz anders verhalten. Das wollen wir hier auf dem Kanal häufiger tun und das heißt, wenn ihr das auch sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Ich habe dir tatsächlich ein bisschen was mitgebracht, was wir uns zusammen anschauen können. Das wurde mir persönlich in meinen eigenen Feed reingespielt und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich musste schmunzeln. Deswegen finde ich super spannend, was du dazu sagst. Ich habe gerade den krassesten Toxic-Tipp einfach gelesen. Ciao. Wenn euch ein Typ sagt, ja, ich will gerade noch nichts fest, damit du noch nichts ernst. Ah, wirklich? Also ich eigentlich schon, aber du bist jetzt echt nicht so der Typ, den ich daten würde. Und boom, just like that, er wird euch hinterherrennen. Ich sag euch, wie es ist, es funktioniert in den allermeisten Fällen. Was hältst du davon, dass das so abgefeiert wird auf Social Media? Ich finde das definitiv traurig. So kleine Dinge, dass sie oft verharmlost werden, dass sie auch normalisiert sind und ich finde das gar nicht lustig, weil ich selbst auch in dieser Position war. Ich habe mich auch original so verhalten. Und einen habe ich noch für dich. Und viele sagen ja, ist doch nur Comedy. Wie siehst du das? Wenn man sich mal überlegt, ich bin 27, wenn ich das sehe. Ja, wie seht ihr das? Findet ihr das auch Comedy? Ich meine, das ist dieses Stay Toxic. Ist tatsächlich so eine Reihe, die ist sehr beliebt auf TikTok und so. Denke ich halt, okay, das ist Bullshit für mich. Mhm. Ja. Aber die Generation, 12, 13, 14, die das auf. Was man natürlich sagen muss, ist, dass hier, was weiß ich, der Typ schreibt 8 Frauen, dann schreibt sie auch 8 Männern, dass sich der andere ja auch problematisch verhält, während was sie hier schildert, ist ja jemand, der eigentlich gar nichts macht. Einfach nur da ist und dann ignoriert wird. Das ist schon ein kleiner Unterschied vielleicht. TikTok sehen. Die gucken sich das an. Das programmiert sich ja auch irgendwo ein. Das schleicht sich alles ein. Das ist ein Scheißverhalten.
Also kein Fan vom Hashtag StayToxic. Nee, auf keinen Fall. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Hattet ihr schon mal was mit einer toxischen Beziehung zu tun und auf welcher Seite standet ihr? Was war die große Sache, womit du Anna so richtig erwischt hast? Also das, was mir direkt einfällt, war natürlich meine Forderung, dass ich die Beziehung öffnen möchte. Mhm. Aber nur auf meiner Seite. Ich wollte mit anderen Menschen schlafen, weil ich diese Freiheit wollte. Aber ich wollte nicht, dass sie es tut. Ich habe dann damit begründet, dass ich bisexuell bin und dass ich das dann trotzdem noch brauche. Mhm. Ich würde aber dann nicht mit anderen Frauen schlafen, sondern nur mit anderen Typen. Ja, das ist doch super. Okay, also Anna war wirklich lesbisch und wollte exklusiv mit dir zusammen sein, dass es wirklich nur ihr beide seid. Mhm. Und du wolltest aber auch mit anderen Menschen schlafen. Wie hat Anna darauf reagiert? Sie wollte das zuerst nicht. Wir haben sehr lange darüber diskutiert. Mhm. Und ich habe dann auch wieder so Anspielungen gemacht, ja, wenn das nicht geht, dann sind wir nicht kompatibel. Oh mein Gott. Ich habe ihr das Gefühl gegeben, dass ich dann Schluss mache, wenn ich meinen Willen nicht bekomme. Warum war es für dich wichtig, dass du darfst, sie aber nicht? Bin ich ganz ehrlich? So mein Ego. Ich wollte natürlich nicht ersetzt werden, aber ich wollte diese Vorteile eben für mich. Und dann war es einmal so, dass wir zu meinen Freunden gefahren sind. Ja, schon mal wieder das Dreieck, ne? Was wir dann immer, das Dreieck taucht ja immer auf. Und schon haben wir wieder jemand, deswegen ist es so wichtig, dass ihr Standards und Dealbreaker habt, dass ihr in sowas nicht reingeratet, ne? Die werden ja gerade überfahren hier, die Dealbreaker der Freundin. Wenn man hier nicht geschützt ist in dieser Welt, wird man untergemacht, ne? Wenn man Pech hat. Auf einer Geburtstagsfeier. Mhm. Und ich habe zu ihr gemeint, das habe ich auch per Text geschrieben, ja, wenn wir dann da sind, dann treffe ich mich mit einem Fuckboy und sehe dann vielleicht so 2-3 Stunden und du kannst ja dann mit einer Freundin bleiben. Das habe ich so ernsthaft gesagt. Mhm. Und das war total toxisch. Das war ein komplettes Scheißverhalten von mir. Okay, war das nur ein Bluff? Ja. Also du wolltest gar nicht Schluss machen? Du wolltest mit ihr zusammen sein? Aber allein schon die Tatsache, dass ich sie ein halbes Jahr in dem Gewissen gelassen habe. Du könntest, wenn ich du könnte wolltest. Es jederzeit eigentlich tun. Und ich jetzt im Nachhinein, wie sie sich gefühlt haben muss. Mhm. Das ist schon sehr krass. Wie hat Anna denn genau reagiert? Also was waren wirklich ihre Handlungen in solchen Momenten? Vor allem, als du sie jetzt wegignoriert hast zum Beispiel. Ich habe gemerkt, dass sie dann auch wieder die Bestätigung von mir gesucht hat. Mhm. Sie wird mir immer wieder nachlaufen, so gesagt. Sie hat sich auch ganz oft entschuldigt und hat mir auch gesagt, du bedeutest mir so viel, ich möchte dich nicht verlieren. Und dieses Nachlaufen, dieses Klammern, das hat mir auch wieder das Gefühl gegeben, ich kann mir eigentlich alles erlauben. Ich kann diese unkonditionierte Liebe kann ich fordern, aber ich gebe sie nicht zurück. Für mich, Liebe zu geben, fühlt sich gut an. War das für dich damals nicht so? Es war sehr schwierig für mich. Ich hatte auch sehr Angst davor, Liebe zu geben, gebe ich auch zu. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt keine richtigen Gedanken darüber gemacht, wie sehr Anna das beeinflusst und wie sie sich die ganze Zeit fühlt. Ich glaube ja, dass dieses Süchtigmachende, da, also dieses Drama, große Rolle spielt, womit vielleicht andere Sachen im Schach gehalten werden. Ich habe dann nur mich selbst gesehen. Ich höre so ein bisschen raus, dass dieses Begehrtsein das war, was du wolltest. Das hört sich an, als ob das so ein bisschen so, du bist der Star und sie ist so der Groupie, der dir nachläuft. Ja? Ja. Ich wollte das Gefühl haben, dass jemand für mich kämpft. Mhm. Und egal, was ich tue, dass ich geliebt werde von der Person. Ich weiß, da draußen unter euch gibt es sehr viele Menschen, die so ihre Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht haben. Wenn ihr noch in einer drin steckt und von alleine nicht da rauskommt, wir haben unten für euch Hilfsangebote verlinkt. Der Frank, der hat auch schon ein Video über toxische Beziehungen gemacht und mit dem anderen Part, also mit dem nicht-toxischen Part gesprochen. Falls euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal rein, wir verlinken euch das. Also dieses Androhen vom Schluss machen, das ist schon eine sehr ultimative toxische Sache. Mhm. Gab es da noch andere Verhaltensmuster von dir? Ja, also ich erinnere mich auch daran, sie war einmal auf Klassenfahrt gewesen und dass sie mit ihren Klassenfreunden auch getrunken hat. Für mich ist Alkohol generell. Also je nachdem, wie schlimm das ist, aber für jetzt Neues bei mir. Ich habe ja auch ein Kursprogramm, wo man sich aus toxischen Situationen rauswinden kann und auch, wir sehen jetzt ja immer Umprogrammierung des Liebeschips, Beuteschema verändern, ganz wichtig. Problembeziehungen. Also ich bin total ausgerastet. Also ich habe ihr wieder das Gefühl gegeben, als mache ich Schluss. Soweit ich mich erinnern kann, hat mich auch eine Freundin von ihr angeschrieben, dass sie total fertig war. Und dass sie in einem Moment, dass es ihr gut ging, und dann fange ich mit dem Drama an. Mhm. Und dann ging es ihr von einem auf den anderen Moment komplett schlecht. Mhm. Ich kann das gar nicht sagen, ohne dass ich lachen muss, weil das total krank war von mir. Wenn du mal traurig warst, wie hat Anna reagiert? Sie war sehr einfühlsam. Als ich eine Panikattacke hatte, als es mir schlecht ging. Sie war immer für mich da gewesen, aber ich konnte das nie zurückgeben. Und ich habe es auch nie zurückgegeben. Mhm. Das Einzige, was ich zurückgegeben habe, war Chaos, waren Streitigkeiten und ab und zu mal schöne Momente. So wie ich das jetzt verstanden habe, hast du dich an Anna gewöhnt. Es war an sich für dich eine positive Erfahrung, dass sie so viel um dich war. Mhm. Irgendwann mal waren diese 6 Wochen doch wieder vorbei, oder? Wie ging es dann weiter?
Also nach den 6 Wochen habe ich natürlich auch gemerkt, dass sie ein Sicherheitsnetz für mich ist. Und an dem Tag, an dem sie gehen musste, hatte ich einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich habe eine PTBS-Diagnose und das kam da in dem Moment total aus mir raus. Ich hatte Angst, dass ich diese ganze Sicherheit auf einmal verliere, dass ich dann wieder mit mir selbst bin, mit meinen eigenen Gedanken. Und ich war so reingesteigert im Moment, dass ich gesagt habe, ich habe Angst, wenn du gehst, passiert mir was. Ich habe Angst, ich bringe mich um. Ich habe Angst, dass ich damit nicht klarkomme. War das wieder eine Manipulation oder war das so? Es war keine Manipulation, aber... Mutige Nachfrage. Es hat enorm Druck in ihr ausgelöst. Mhm. Also das war definitiv ein sehr krasses Ding. Ich habe ihr natürlich die Verantwortung dafür gegeben, was mit mir passiert. Mhm. Und ich will mir nicht vorstellen, was dann in ihr los war. Du hast gesagt, hey, ich könnte mir sogar was antun. Ist sie dann da geblieben? Ja, sie ist noch ein paar Stunden geblieben und wurde dann von ihrer Mutter abgeholt. Was hat dir das für ein Gefühl gegeben? Kein gutes Gefühl. Kein gutes? Nein. Es hat mir natürlich so gezeigt, ich brauche so viel Therapie, muss noch so viel machen. Andere Menschen leiden dann auch darunter, unter meinen Problemen, für die ich eigentlich gerade stehen muss, für die ich eigentlich die Verantwortung übernehmen muss. Ihr seid in einem schwierigen Moment dann auseinandergegangen, aber ihr wart ja noch zusammen. So, wie ging es dann weiter? Also wir waren dann noch so 3 Monate zusammen. Hat sie weiter um die Beziehung gekämpft? Ich glaube zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil sie danach gemerkt hat, okay, sie ist nicht das, was ich will. Weißt du, wie es Anna zu der Zeit ging? Also natürlich hat sie das ja mitgenommen. Sie hat, da sie auch an mir gehangen hat und ich auch an ihr, auch wenn ich das nie so gezeigt habe, 1-2 Tage. Das ist jetzt so ein bisschen diese Sache mit kalter, also was bei ihr ist, ist ja nicht mal so kalte Liebessucht, bei ihrer Partnerin heiße Liebessucht. Nachdem wir Schluss gemacht haben, hatte ich auch direkt schon was mit jemandem. Das habe ich ihr auch gesagt. Und ich habe ihr auch des Öfteren auch gesagt, okay, ich habe jetzt was mit dem und mit dem. Du hast sie nicht losgelassen? Ich habe davon nicht losgelassen, aber ich habe dieses Machtgefühl, das habe ich noch nicht aufgegeben. Wenn du jetzt an Anna denkst, was kommen da für Gefühle in dir hoch? Also da kommt definitiv hoch, dass ich mich total schlecht verhalten habe und sie das auch niemals verdient hat. Ich habe das komplett sabotiert. Das war komplett auf meiner Seite, dass ich das ruinierte. Wir haben ja im Vorfeld auch mit Anna gesprochen, damit wir beide Seiten der Geschichten kennen. Die Anna, die wollte keine direkten Worte an dich richten, die wollte auch nicht irgendwie im Video. Ja, die sollte hoffentlich auf null Kontakt sein. Vertreten sein, aber sie hat mir so ein bisschen eine Gefühlslage geschildert und mir auch erlaubt, die dir wiederzuspiegeln. Und auf jeden Fall meinte sie auch, dass sie diese Beziehung als toxisch wahrgenommen hat, sich aber nicht von dir lösen konnte, nicht von dir lösen wollte. Sie hat einfach nicht genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was sie jetzt... Also klassische... Pluspol-co-abhängige Seite. Doch hat. Und natürlich gibt es Dinge, wo sie sagt, die kann sie dir verzeihen, die will sie dir verzeihen und hat dir verziehen. Natürlich gibt es dann aber auch Dinge, wie zum Beispiel diese Verbote. Ich glaube, vor allem jetzt zum Beispiel, worüber wir gesprochen haben, diese Geschichte mit, hey, du darfst keinen Alkohol trinken, wo der Abend dann zu Bruch gegangen ist bei ihr. Das sind Dinge, die für sie in der Beziehung einfach gar nicht klar gehen. Wie fühlst du dich damit, dass du das jetzt so hörst? Es freut mich sehr für sie, dass sie... Selbstbewusstsein entwickelt hat und selbstsicher geworden ist. Das freut mich wirklich für sie. Also, auch wenn sie mich natürlich nicht so im positiven Licht natürlich sieht, was natürlich absolut verständlich ist, ich habe sie definitiv positiv in Erinnerung gelassen. Sie ist ein total herzlicher Mensch. Sie hat mir so viele Chancen gegeben. Hoffe, das triggert sie jetzt nicht, aus dem Nullkontakt rauszugehen. So. Sehr empathisch und es freut mich sehr, dass es ihr jetzt auch besser geht. Ich wünsche ihr dann definitiv noch das Beste. Ja, und auch, dass mir das wahnsinnig leid tut. Mein Verhalten war komplett falsch. Und auch meine Diagnose gibt mir natürlich nicht das Recht, andere Menschen so zu behandeln. Ja, ganz wichtig, was sie da sagt. Und sie so fühlen zu lassen. Wie blickst du denn jetzt im Nachhinein auf diese Zeit zurück? Mir ist natürlich im Klaren, dass mein Verhalten sehr negativ war und sehr toxisch war. Und ich weiß aber mittlerweile auch, warum ich mich so verhalten habe, woher das alles kam. Und das hat auch da mit reingespielt, dass ich mir auch selbst verzeihen konnte. Das klingt nach einem weiten Weg, den du gegangen bist. Ja. Wie blickst du denn mittlerweile auf das Thema Beziehung? Elementar anders als früher. Der Partner sollte natürlich dann Frieden sein in dieser Welt und sollte immer ein Safe Space sein. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man erst mit sich selbst im Reinen ist. Dass man erst Selbstliebe lernt, bevor man eine ernsthafte Beziehung auch eingeht. Mhm. Und da denke ich auch mittlerweile, Menschen unbewusst zu verletzen, das wird passieren. Es ist aber ein riesiger Unterschied, dass du es nicht bewusst tust, so wie ich es getan habe. Ich fand vor allem dein Fazit eigentlich gerade sehr, sehr aufschlussreich. Das war so die Bottom Line, ehrlich gesagt. Man wird Menschen verletzen. Das Wichtige ist, dass es nicht bewusst passiert. Das Wichtige ist, dass du nicht bewusst hingehst und versuchst, durch das... Ja, wie gesagt, nur, also für euch kann ein Mensch total toxisch sein
Obwohl der alles unbewusst macht, ne? Das, für das Gegenüber ist es ein bisschen eine akademische Frage. Leid eines anderen Menschen einen Vorteil für dich rauszuschlagen. Vor allem, wenn du diese Person ja eigentlich liebst. Manchmal, da muss man auch unter eine Freundschaft einen Schlussstrich ziehen. Hier hat die Liebe. Ja, was denkt ihr dazu? Ich fand es eigentlich ein sehr gutes Interview, muss ich wirklich sagen. Sehr neutral geführt. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gern Likes da, Abos, Kanalmitgliedschaft, unterstützt mich gern, wie ihr könnt. Oder gebt das Video weiter an andere, und die es brauchen. Und macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.